anderthalb nach Paris. Der Mensch, der nicht geachtet ist, bringt um. Antoine de Saint-Exupéry. Sie reisen allein? Fragte der Schalterbeamte. Nein, nein, antwortete der Herr im schicken Anzug und nahm sein Hündchen auf den Arm. Anderthalb nach Paris, Gare de l'Est. Sieh zu, dass Vater Kims weg von meinem Lokal. Blattig sah vor Leutzel, Juniorchef des Restaurants Edelweiß. Dein Lokal, dir Affenarsch gehört ja gar nichts. Rudolf Brendel, vom Leben gezeichnet und auch sonst schlecht gemalt, wandte auf dem Straßenpflaster, als wade er knöcheltief durch einen Fluss, auf dem das Licht der Ecklaterne breit läuft wie verschütteter Orangensaft. Der Mischingsrüde und Leidensgenosse Brendels nahmen die Schwodka, zog den Schwanz ein und verschwand. Geglaubt habt ihr meiner Mutter alles, damals, als ihr ihr eingefallen seid, die Hepatitis, ihr Lederhosen, ihr Saubayern, gestorben ist sie dran. Während Brendel versuchte, besoffen wie er war, das Gleichgewicht zu halten, griff Leutze nach einer leeren Bierkiste und brüllte: Runter, Wirtschaft, Hotzeug, ihr scheiß Kommunisten! Deine Mutter hätte in Frankreich bleiben sollen. Die haben in Arbeiten auch nichts am Hut, genau wie du, dort wär's auch richtig. Leutzel umkrampfte den Kasten fest und schnappte nach Luft. Rudolf Brendel, Sohn der ehemaligen Besitzerin dieses Lokals, vor dem beide Männer fast jeden Abend in Streit gerieten, bemerkte nicht, im Gegensatz zu Wodka, was sein Erzfeind vorhatte. Du beleidigst meine Mutter nicht, du Westarsch! Er machte mitten auf der Straße kehrt und warf seine Schnapsbulle keuchend nach der Tür. Dein Alter hat doch die Ratten im Rathaus geschmiert. Und überhaupt, was hast du gegen Frankreich? Sind wir noch ein Gut, wo es keine Bayern gibt. Und ich fahre nach Frankreich, nach Paris, wirst schon sehen. Du, nach Paris, ha, nachher muss ich da, du Haarland, du Bettelarmer. Du hast zu tun, auf deine Parkbank zu kommen, auf der du pennst. Lachte Leute so schallend und schleuderte die Kiste in Brennitz Richtung. Plötzlich krachte die Nacht, die lauernd über Rudolf in den maroden Mauerkronen hockte, auf ihn hernieder, schmerzvoll und finster, riss sie ihn zu Boden. Leutzel Junior schlug seine Tür zu und Rudolf, von seinen Wermutbrüdern Franzmann gerufen, lag auf der Straße wie ein Haufen, den die Welt dorthin geschissen hat. Der Sohn von Eleonore Brendel irrte schon lange durch den Hintern dieser Welt. Und mindestens einmal pro Tag hockte sie sich auf die Straße nieder, diese Welt, wie ein altes Weib und presste Rudolf Brendel aus ihrem faltigen Arsch, immer und immer wieder, von ihrer Weltmagensäure angefressen, aber niemals vollständig verdammt. Der Franzmann öffnete die Augen und wunderte sich nicht, dass er alles von unten sah. Reine Gewohnheit, sagte sich der Franzmann. Wodka schnüffelte an dem Haufen herum, der sein Herrchen war, und Rudis Augen erfassten nur die Krone des alten Lindenbaumes, den verschwiegenen Mitwisser, den sein Urgroßvater einst gepflanzt hatte. Ein leichter Nieselregen zog sein feuchtes Gewand auf der Straße entlang und über Leute hinweg, flüchtig, nur ein paar Spritzer auf dessen Gesicht hinterlassend. Auf dieser Straße war er aufgewachsen, der Rudolf. Hier hatte er mit einem Lumpenball gespielt und sich beim Klettern die Knie aufgeschlagen. Hier hatte er jene Männer beobachtet, die mit abgemagerten Gesichtern in die Kneipe schlurften, oft nur mit einem Bein oder einem Arm. Hier hatte Marlene Dietrich aus dem alten russischen Kofferradio gewimmert. Durch den schweren Zigarettendunst hindurch echoten ihre Melodien aus der Hohlheit runzeliger Wangen und leerer Gläser. Rudis Vater starb noch in Gefangenschaft und so schlug sich Eleonore Brendel, die aparte Französin, während des Krieges ihrem Alfred nach Deutschland gefolgt, mit Sohn Rudolf durch die Nachkriegszeit. Bis vor 10 Jahren stand sie hinter Dresden der ehemaligen Vogtlandaue. Doch die letzten Steine der Berliner Mauer waren noch nicht abgerissen, da tauchte in einer Traube aus Rechtsanwälten und Bauunternehmern der Erbe des ursprünglichen Besitzers auf, Alois Leutzel aus Berchtesgaden. Eleonore, fast 80, musste auf die Hilfe ihres Sohnes verzichten, denn der war nach seiner Scheidung nur noch besoffen. Von Weitem musste Brendel damals mit ansehen, wie Bautrupps das Russenradio auf den Schutt warfen, als wäre es nur ein Radio, und wie sie seine Mutter ins Altersheim karrten, als wäre sie nur eine Mutter. Nie hatte sich Rudolf Brendel so vor sich selbst geschämt wie an jenem Tag. Alois Leutzel hatte aus der vogtländischen Kollegenkneipe ein gutbürgerliches, großräumiges Gasthaus gemacht und anstelle des wimmernden Russenradios stand jetzt ein klarender CD-Player. Ein halbes Jahr nach diesen Ereignissen übergab der alte Leutzel die Geschäfte seinem Sohn und Eleonore starb.
Rudolfs Gewissen begann jetzt richtig an ihm zu nagen. So zu nagen, wie jener Ratte, die sich Nacht für Nacht an seiner Matratze zu schaffen machte. Bis vor kurzem wusste er nicht einmal, wo seine Mutter begraben war. Schließlich verriet ihm ein Pfleger des Altenheimes, dass man Eleonore Brendel, ihrem letzten Willen folgend, in Paris beigesetzt hatte. Der Franzmann sah seither jeden Tag vor der Kneipe, die einst seiner Mutter gehörte, und zog sich auf die Pflastersteine hinunter, und jedes Mal holte er den speckigen Zettel aus der Tasche, auf dem der Zivi die Adresse des Pariser Friedhofes gekritzelt hatte, und las, so wie es dort stand: Cimetière intercommunal du Val de Marne, Avenue de la Fontaine Saint-Martin. Rudolf wollte nach Paris, doch dafür brauchte er Geld, und das hatte er nicht, würde er im Leben nie haben. Kriminell zu werden kam für Rudolf Brendel jedoch nicht in Frage. Er war ein Opfer, ein abgefundenes, ein durch und durch ehrliches. Am Morgen nach der Bierkastenattacke brachte der polnische Leiharbeiter gerade die Mülltonnen an den Straßenrand, als der reichlich kommandierte Xaver aus der Tür trat, um noch ein paar Anweisungen zu geben. Himmel, Herrgott, Sakrament, Putzi, Türken, noch einmal, flucht er los, als der Franzmann sein Augenlicht gehörig drückte. Du Scheißpenner, hockst schon wieder umeinand! Rudolf saß, zum x-ten Male das Zettelchen lesend, auf seinem Mauerstumpf. Wodka, den die nächtliche Rattenjagd durstig gemacht hatte, schleckte Aldi Bier aus einem Backbecher. Lass mir mal Ruhe, du Lederhosen Heidi, ich tu doch niemandem was. Du hast hier nichts zum Sucher, brauchst noch eine Tracht. Xaver bespuckte vor Aufregung das Revers seines Anzuges und rief etwas ins Haus hinein. Die Polizei wurde schon oft verständigt, doch keiner konnte Brendel verbieten, hier zu sitzen. Wodka knurrte, als er die Stimme des Xaver Leutzel vernahm, und nahm Reißaus. Rudi steckte das fleckige Zettelchen weg und stellte sich hinter die Mauerreste. Leutzel postierte sich im Dunkel der Türe und grinste. Vom Hinterhof des Anwesens marschierten zwei Kerle auf Rudolf zu. Wodka verborg sich noch tiefer ins Gebüsch, und Rudi wusste, dass eine Flucht aussichtslos war, dafür gehorchten ihm seine Beine nicht mehr gut genug, und wohin hätte er auch rennen sollen? Es waren zwei von Leutzels Schlägern, die den Franzmann schon dreimal krankenhausreif geprügelt hatten, hier in dieser Straße, in der es kaum Anwohner gab, und wenn, kamen solche, die sich für einen anderen interessierten, geschweige denn für einen Rudolf Brendel, der ohnehin bekannt war wie ein bunter Hund und eher zur Gegend gehörte wie die Straßenlampen oder die streunenden Katzen. Der Franzmann krampfte eine Hand um das Zettelchen in der Tasche, nahm noch einen kräftigen Hieb und schrie: Kommt doch her, ihr Arschgeigen! Ich hab nichts, dass es aus dem Leib zu bricheln gibt. Ich geb dir noch eine Chance, du Hundsfott. Hau ab und nimm das Gespenst deiner verreckerten Mutter mit und dein Drecksköder, du runtergelupperter Kommunist, sonst machen wir dich platt. Xaver Leutzel zog die Jacke straff. Die beiden Schläger kamen näher. Plötzlich rannte Wodka aus dem Gestrüpp, pfeilförmig wie abgeschossen, und bekam ein feindliches Hosenbein in seine Fänge. Einer der Männer griff nach seinem Halsband, schwenkte ihn herum wie eine Handtasche und krachte das winselnde Tier rücklings an einen Laternenpfahl. Nein, ihr Schweine! Schrie Rudolf und sprang gleichfalls unerwartet flink auf die Angreifer zu. Wodka lag auf dem Randstein und sein kleiner Körper zitterte, als stünde er unter Strom. So ist recht! Der erste Straßenköder ist erledigt! Du kümmere dich um den zweiten! Xaver Leutzel schien zufrieden. Rudolf versuchte, mit dem Kopf voran einer der Kerle in den Bauch zu rammen. Dieser Todesmut fand das gleiche Ende wie der seines Hundes. Der Kerl ging einfach einen Schritt zur Seite und Rudolf sauste kopfüber an die Mauer, gerade an die, auf der er immer saß und von der er dachte, dass sie ihn mochte. Er fiel zu Boden wie sein Hund und blutete aus der Wunde, die gestern der Bierkasten hinterlassen hatte. Der Franzmann rollte sich zusammen und ließ die Dinge geschehen, während er an seine Mutter dachte, an Paris und an seinen Hund. Die beiden Prügelknaben hieben auf ihn ein, und als der Erste die Füße nehmen wollte, öffnete Leutzel das Fenster und rief: Der hofft nur! Wodka erholte sich relativ schnell, ein Straßenköter eben. Ein Hund, der Rudolfs Hund war, wusste manches aushalten. Jaulend trippelte er auf seinen Kampfgefährten zu und begann, ihn mit der Schnauze zu stoßen. Der Franzmann war einiges gewöhnt. Nur die Rippenschmerzen und ein wenig Blut rann am Nasenflügel herab. Die üppigen Schwellungen im Gesicht blieben aus. Übung halt. Manchmal war der Franzmann richtig stolz darauf, so ein kampferprobtes Opfer zu sein. Er sagte sich: Du bist als Opfer geboren und ein Opfer muss Opfer bringen. Und das tat Rudolf Brendel wirklich aufopferungsvoll. Wodka war da kaum anders. Rudolf rappelte sich in eine Sitzposition und strich seinem Hund übers Fell. Getränke sind heute alle frei,
Heute Xaver Lötzl über seinen Stammtisch hinweg. Seit Jahr und Tag hängt der asoziale DDRler hier rum, das hat's gut gemacht. 2 Stunden nach Mitternacht tippelte der Franzmann noch einmal an der Kneipe vorbei. Es zog ihn halt immer wieder auf diese Straße, vor dieses Haus, unter diesen Baum. Nachts, wenn sich dessen Blätter mit Mondlicht vollgesogen hatten, schienen die Äste der Linde Finger zu bekommen und nach dem Dach des Lokals zu greifen. Die Tür stand sperrangelweit offen und alle Rollläden waren heruntergelassen. Die Kneipe hätte um diese Zeit längst geschlossen sein müssen. Rudolf stellte die Taschen ab, band Wodka an den Laternenlampenpfahl und ihm war, als zeige der Baum auf die offene Tür. Eine kaum wahrzunehmende Lichtnadel stach aus einem der hintersten Räume hervor. Irgendwas stimmt hier nicht, Wodka, ich guck mal nach. Rudolf schlich von der Lichtnadel kurz in die Seite gepiekt, die Treppe hinauf und in den Gastraum hinein. Vorsichtig bewegte er sich um den Tresen herum. Sein Blick fiel sofort auf das Geld in der weit geöffneten Kasse. Geld, das Brendel in solcher Menge lange nicht mehr zu Gesicht bekommen hatte. Doch er setzte seinen Weg fort. Jetzt funkelten seine müden Augen, weil hinter ihnen unvermittelt rege Betriebsamkeit herrschte. Das Licht wurde heller. Rudolfs Herz schlug nicht Angst. Es schlug um sich, als er plötzlich im Flur an der Kellertreppe stand. Die Stufen führten steil nach unten. So war das früher schon. Und es gab noch immer nur dieses kleine Notlämpchen, das nur eine Hälfte der Treppe ausleuchtete. Aus der anderen streckten sich dem Franzmann 2 geschulte Füße entgegen. Die ganze Zeit horchte Brendel auf ein entferntes Keuchen und plötzlich wusste er, woher es kam, dieses Keuchen, das Stufe um Stufe wie flaches Atmen eines Menschen klang. Hilf! Hilf! Rudolf nahm seine Taschenlampe und leuchtete nach unten und dann hätte er erschrecken müssen, so wie er gestrickt war. Xavers schmerzverzerrtes Gesicht, dessen er gewahr wurde, als es wie aus dem Nichts vor ihm lag, das zu einem blutverschmierten Kopf gehörte, der wie eine aufgeplatzte Frucht in diesem ständig größer werdenden Blutsee unterzugehen drohte, das erschreckte ihn nicht, den Franzmann, weil er der Meinung war, das Schicksal endlich überzeugt zu haben. Hilfe! Stöhnte Xaver kaum mehr hörbar. Und ähnlich einem Wurm schmierte seine rechte Hand durch das dicker werdende Blut dem Handy entgegen, das ihm beim Sturz aus der Tasche gefallen war und Rettung bedeutete. Rudolf beugte sich näher an den Verunglückten heran. Der Schädel war über der Schläfe geöffnet und gab seine klipperischen Geheimnisse preis. Und alles Menschliche wich aus Xaver Lötzls Augen, als er den wahrscheinlich letzten Blick seines Lebens auf Brendel richtete. Auf einen schmunzelnden Brendel, der Ballerinen gleich eine Fußspitze streckte und das Handy wegstieß. »Sie reisen allein?«, fragte der Schalterbeamte. »Nein, nein«, antwortete der Herr im schicken Anzug und nahm sein Hündchen auf den Arm. »Anderthalbe nach Paris, gab der Wesen.«